Willkommen zu SimRail, The Railway Simulator, heißt es, glaube ich. Ich habe schon wieder den Namen davon vergessen. SimRail Folge 3. Es gab ein Update, ein kostenloses Update Welcome und. to the prologue of SimRail, the railway simulator. You are in the heart of Upper Silesia, located in the south of Poland, the most industrialized part of the country. The coal mined in this region has fed many power plants for decades, and the steel produced in the local steel mills was used as the building material for many facilities. In the front of you can see a tracks locomotive with a freight train loaded with a coal for one of the power plants in Eastern Poland. You will lead it on a section from Staszic coal mine in the Katowice to the Sosnowiec-Dańdówka station. Perform your task carefully and admire the industrial landscape. To enter the locomotive, approach it and click on the doors or press 1 on the keyboard. Ja, SimRail Prolog, das bedeutet, wir haben jetzt eine Baureihe 186 bzw. die E186 kostenlos und haben jetzt hier ein Szenario und dürfen mal mit der hier rumfahren. Ich dachte, ich stelle das mal direkt vor. Hier auch schön mit den Anschreibungen an der Seite, nicht ganz so hoch aufgelöst, ehrlicherweise, aber das ist nicht so schlimm. Achtung, okay. Anstrichgeber, was auch immer. Jawohl, also 186. Hier vorne haben wir Güterwagen des Types EAOS oder EAOS. Haben wir vielleicht Kohle geladen oder sowas? Oder ich weiß nicht genau, was das ist. Ist ja auch egal, darum geht es nicht. Es geht um diese Lok. Also steigen wir mal ein. Öffne die Tür. Durch die Tür hineingehen. Turn on the battery and activate the driver's seat with a switch on the rear wall of the cabin. Okay, also wir machen die Batterie an. Use the button or a spacebar on the keyboard to deactivate the CA-SHP security system. These systems will regularly check your alertness while driving. To sit on the driver's seat, press on it. Okay, das war wohl so die SIFA vermutlich. Ja. Maschinenraum? Ah, ne, können wir nicht. Wir können nur den Führerstand dadurch wechseln. Hinsetzen. Our So. vehicle is powered by electricity from overhead contact line system, so it's necessary to lift the pantograph. Jo, also Pantographen heben. Geht hier. Müssen wir nicht vorher noch die Fahrtrichtung auswählen? To enter the locomotive, approach it and click on the doors or press 1 on the keyboard. Now, close the quick circuit breaker. So, und dann jetzt noch den Hauptschalter schließen. Hauptschalter Wait for a einschalten. quick circuit breaker to close, and also wait for the converter and compressor to start. The correct operation of these devices is necessary, for example, to supply the braking system of a train. Now, set the forward direction. Okay, Fahrtrichtungswender Move the auswählen. brake lever to the drive position. Wir gehen auf Fahrposition. It may take a long time to loosen up the brakes. To speed this up, you can hold the lever in a filling position with an increased cross section. So habe ich jetzt nicht verstanden, was er jetzt von mir möchte. Ich glaube, wir sollen jetzt einfach warten. Ja. So. Können wir uns in der Zeit ein bisschen Licht anmachen? Das ist LZ. Aha, interessant. Okay, macht leider kein Geräusch. Instrumentenbeleuchtung. Hat das jetzt was gemacht? Nee. Führerstandspultbeleuchtung. Machen wir erstmal die komplette Führerstandsbeleuchtung an fürs Aufrüsten. Oh, Bremse. Ah, lassen wir mal die Pultbeleuchtung. Hier haben wir einen ausgedruckten Fahrplan. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. Kann man sich bei Steam runterladen.
enter the locomotive. Approach it and click on a door or press 1 on a keyboard. It may take a long time to loosen up the brakes. To speed this up, you can hold the lever in a filling position with an increased cross section. Ich glaube, der möchte, dass ich Führstoß gebe, kann das sein? Weiß ich nicht. Das ist die SIFA. Notbremse. Achtsamkeitstaste. Führerstandsbeleuchtung. Aha, interessant. Kann ich jetzt aber nicht mehr ausmachen. dann hier wieder. So. Können wir das Fenster aufmachen? Now the train brake test will take place. The auditor will check if the all cars have working brakes. Follow his instructions via radio. 4140 18 brake. Okay, Bremsen anlegen. Move the brake lever to the brake position. So. 4140 18 on brake. Okay, Bremsen lösen. Move the brake lever to the drive position. Ja, hab ich. So, Bremsen lösen langsam wieder. Jo, gerne. Use the call button on your radio telephone to confirm the readiness to the train dispatcher. Jo. Train 414018, Staszicko, mine dispatcher, radio check. 414018, good radio. Ready for train data. I have 25 cars, 2000 tons, oh, 170 meters, one locomotive E186134, driver Stevenson, ready to depart. Stevenson, nice name. My name is Bellan, readiness number is 27. Stand by for signal indication. Press on your chair or use the E key to get up. Okay, gleiche Taste wie beim TSV. Before we will be able to go, we need to release the parking brake. This button is placed just behind you on the rear wall of a cabin. Okay. To sit on the driver's seat, press on it. Haben wir jetzt gelöst? Ich glaube schon. Move the lever forward to apply power and go. Leistung. Na? Kann ich noch nicht? Hallo? Habe ich nicht die... To sit on the driver's seat, press on it. Federspeicherbremse deaktivieren. Die müsste doch passen. Aha, LZB ist aktiv. Automatische Scheibenheizung. Interessant. So, setz dich wieder hin. Und jetzt? Move the lever forward to apply power and go. Welcher Taste ging das dann nochmal? Ich weiß es nicht. Also hier sind wir in Fahrposition. Lokbremse gehe ich jetzt auch mal auf Lösen. Warum? Ah! Leistung erhöhen. Komm schon, noch ein. Also mit F1 können wir uns das hier rechts ausblenden. Mit F2 nichts. Mit F3 hier den Fahrplan. Den machen wir mal weg. Mit F4 dann auch noch hier dieses Dialogfenster. F5 lässt das hier oben links verschwinden. F6 lässt nichts machen, glaube ich. F7. F8. F9. Okay, ja. Praktisch.
Spieler und können dann so ein bisschen immer Leistungen dazugeben. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal, ja, 30 dürfen wir fahren. Können wir hier was umstellen? Kamera? Nee. Nee. Ah. Hier können wir die Bremsstellung ändern. Okay, den Rest weiß ich nicht. So 30 dürfen wir. Also gehen wir mal wieder auf Leistung. Okay, dann sind wir direkt bei 0, verstehe. Gehen wir ein bisschen Leistung dazu. Wobei ich glaube, es geht jetzt bergunter. Weißt du, also wir werden sowieso schneller werden, vermutlich. Windschutzscheibenbeleuchtung. Beleuchtung. Windschutzscheibenbeleuchtung. Sollte man sich immer bei Nacht anmachen, die Windschutzscheibenbeleuchtung, damit man auch nichts sieht. So, ich glaube, wir müssen ein wenig gleich bremsen. Schon ein bisschen zu viel. Ich hätte auch die E-Bremse nutzen können, ne? So, hier sind wir wieder in Fahrposition. Ich muss einmal ganz kurz ins Menü, damit ich mal die Shortcuts hier mal weiß. Vorderer Stromabnehmer. Wie kann ich denn Fahrtrichtungsschalter? Nee, das ist das nicht. Aufstehen, herumschauen, zoomen, interagieren, laufen. Wie kann ich denn bremsen und sowas? Hä? Ist das dein Ernst, dass du mir das jetzt nicht... Steuerung. Schnittstelle. Sicht, Sounds. Grafik. Nee, Steuerung. Steht hier allen Ernstes nicht, wie ich die Hebel hier bedienen soll. Ach toll. Good job. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat es definitiv nicht zu Ende gedacht. Und noch ein bisschen Leistung mit dazu. Ist ein bisschen hakelig, ehrlich gesagt, hier der Fahrhebel. Der Bremshebel ist nicht ganz so hakelig. Aber man muss hier schon ordentlich mit der Faust, mit der Faust nach vorne gegen den Hebel schlagen. Das hilft immer, wenn es sonst nichts ist, dann immer mit der Faust. Alte Binsenweisheit aus dem Osten. Sieht aber schon ganz hübsch aus, ne? Ich finde es grafisch so ein bisschen comic-mäßig, ehrlich gesagt, aber naja. Also grafisch gefällt es mir weniger gut als TSW, muss ich sagen. Also wir sind jetzt tatsächlich schon bei 94% Leistung und kriegen hier kaum die KMH hochgeschalten. Kann ich hier irgendwas ändern? Nee. Nee.
Aha. Soll ich auf Autos aufpassen oder was? Vermutlich Bahnübergang. Ja, ja, das war jetzt die SIFA. Das sieht aus wie ein haltzeigendes Signal, wie ein halt angenehmes Signal. Ja, tatsächlich. Sehen wir auch hier oben im Hut. In 1000 Metern müssen wir halten. Was geladen? Ja. Unsere Wagen sind auch unterschiedlich hochgeladen. Das ist cool. Die sehen nicht alle gleich aus. Muss man hier irgendwas bestätigen? So. Nee. Oder? Nee. So, 600 Meter noch. Ich kenne mich halt null irgendwie mit polnischen Sicherungssystemen aus. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt, aber ich sehe halt aber auch nichts außer LZB. Offensichtlich. Und hier unsere SIFA. Was ist das? Bremshebelsperre? Nee, will ich nicht. Gehen wir mal langsam mit E-Bremskraft rein. Ne? E-Bremskraft rein. Bei E-Bremskraft verringern, schaltet der E-Bremskraft auf. Das ist wohl ein bisschen schief gegangen, was mit der Übersetzung. Okay. Ich glaube, bei so langen Zügen muss man gar nicht erst großartig mit der E-Bremse was versuchen. Sondern da glaube ich, das Bremse nutzen, das ist bestimmt sinnvoller. Machen wir das jetzt auch mal. Nee, nicht in die Schnellbremsstellung. Was jetzt? 4148 to Staszy Zgałęźny requesting entry. Hello, you will enter on top. Aha. Thank you. I will proceed upon substitute signal to KMB on the left track. Okay. Press on your chair or use the E key to get up. Set the headlight switch to the fifth position indicating signal PC2. The switch is located on the rear wall of the cabin. We use this setting of the headlights during every drive on the left track. Okay, habe ich? Nee. So. Oder? Fahrt am linken Gleis, jawohl. Aha, interessant. Das ist, leuchtet jetzt hier rot. Okay, dann dürfen wir jetzt weiter, ne? Langsam strecken. Gucken, dass auch unser letzter Wagen hinten fährt. Oh, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann jetzt mehr Leistung dazugeben. Quälen wir richtig gerade die Lok. Ah, das ist die AFB. Können wir denn die AFB anschalten? Wo ist denn hier der Taster für die AFB? Der ist doch normalerweise hier, oder nicht? Dann müssen wir einfach den Hebel durchdrücken. Ich weiß es nicht.
So, das Ersatzsignal dürfen wir dann überfahren. Müssen wir dann vielleicht irgendwie so auf PZB-Kommando drücken? Wir würden ja normalerweise auf PZB-Befehl 40 drücken, wenn wir jetzt an diesem Signal vorbeifahren würden in Deutschland. Oder an so einem Signal. Ich mache das jetzt einfach mal, vielleicht leuchtet das auf. Nee, im Display ist nichts aufgeleuchtet. Beinahe bei den 30. Und jetzt haben wir die Leistung wieder auf 0 setzen und fahren jetzt hier links, aber bei rechts können wir glaube ich sowieso nicht großartig fahren. Das wird nicht so gut enden. Trueback. Ja. Was sagt ihr da? Trueback? Trueback? Mein Polnisch ist leider sehr eingerostet. Also was heißt eingerostet? Ich kann kein einziges Wort Polnisch. Noch Ankündigung auf 40. Was wolltest du jetzt sagen? Hallo, Sie werden mit einer Weichenstellung, bla bla bla. Bahnhof KMB für Zug. Ja, ich bin hier. 41, 4018, answering. Also bis Staviska fahren wir weiter im Gegenleis. Ach, wir dürfen 50 fahren. Ah, gleich dürfen wir 40 fahren, okay. Das ist die Ankündigung auf 20. Ich weiß es nicht, ich bin verwirrt. Also, das Signal, das Schild hier sagt 20, hier im Hub steht 40. Ich würde sagen, wir fahren das, was im Hub ist, oder? Das ist ja praktisch unser Hubfahrplan, wenn wir so wollen. Das blenden wir wieder aus mit F4. Wir fahren doch hier auf dem rechten Gleis. Wir sind doch gar nicht im linken Gleis unterwegs, oder? Also hier steht gleich, dürfen wir 50 fahren und danach 40, 20. Daher noch ein bisschen mehr E-Bremskraft geben, weil voll rein mit der E-Bremse. Also dieses Signal sagt wohl anscheinend 40. Ah ne, doch, ja. Ab der Weiche oder in die Weiche dürfen wir nur mit 20 reinfahren. Und wir sind jetzt gerade bei 17. Und vielleicht noch ein bisschen Leistung dazugeben. Ich würde gerne schon ein bisschen schneller auch jetzt mal fahren langsam mit der Lok. So, ab hier dürfen wir dann 50 fahren. Natürlich erst, nein, nicht maximale Leistung.
Haben wir hier unterschiedliche Güterwagentypen oder ist das alles derselbe Typ? Ja. Offiziell lizenziert von PKP Cargo. Das ist eigentlich ganz cool. Und die Zugschlusstafeln haben wir halt auch. So, theoretisch müssten wir dann jetzt 50 fahren dürfen. Und zwar ab genau jetzt. Nein, nicht maximale Leistung. Okay, dann mach halt. Wobei, schlechte Idee, oder? Maximale Leistung. Jetzt sind wir ein bisschen schneller geworden. Nicht schlecht, der Sound. Also soundtechnisch ist, glaube ich, die 186 ganz gut gelungen. Man hat auch richtig noch hier diese Schienenstöße. Ein Geräusch, das man so in Deutschland... Also es ist auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller als TSW, aber das liegt ja vielleicht auch einfach daran, dass ich hier alles mit der Maus steuern muss, weil ich die Shortcuts jetzt über die Tastatur nicht weiß. Aber an sich verhält sich auch das Fahrzeug ziemlich widerspenstig, aber vielleicht ja auch durchaus realistisch, ne? Vielleicht dürfen wir wieder ein bisschen schneller fahren. Jetzt aber ordentlich hoch und runter, ne? Ist ja Wahnsinn. So, wir sind jetzt gerade, glaube ich, hier. Weil wir müssen die Leistung runternehmen.
bei Katowice. Denke ich mal, wir haben 5 Stunden Verspätung. Aha, aha, aha. Interesting. Ah, wir dürfen jetzt 50 fahren. Wobei, gleich dann wieder nur 30. Vmax 1,7 Kilometer. Okay, also ich muss mich mit dem HUD hier auch noch irgendwie so ein bisschen zurechtfinden. Offensichtlich dürfen wir gleich dann auch wieder nur 30 fahren. Also bleiben wir jetzt auch bei den 30. Beziehungsweise lassen kurz ausrollen. Nee, das wird mir zu schnell. Also wieder die Bremse rein. Szenerie habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Ziemlich naturbelassen hier die Gegend um Katowice herum. An der Autobahn. Das ist aber ein cooles Bild. Andere Richtung, ja. Naja. So. Dürfen wir. Oh. Wir schalten ja keine Leistung auf, es geht hier gerade ordentlich bergab. Das macht die Schwerkraft für uns. Ja, wie findet ihr es so bisher, Simrail? Wie ist so die Grafik, wie ist die Lok, wie sind die Sounds? Werdet ihr euch die Demo selbst holen und die mal anspielen. Da ist ja keine große Hürde, man muss ja nichts dafür zahlen. Also ich würde es jedem empfehlen, das mal zu machen. Wer Bock hat, die 186 zu fahren, gibt es ja im PSW noch nicht. Daher umso spannender natürlich. Ein bisschen Leistung dazu. Aus wie ein Halt ankündigendes Signal. Und was sagt das HUD? Ist das orange?
schon das Boot. Kann mir das jetzt jemand sagen? Haltung her bin ich jetzt noch nicht so überzeugt. Nicht, dass TSW da viel, viel besser ist von der Landschaftsgestaltung, das will ich gar nicht sagen, aber das hier ist jetzt auch nicht großartig besser. Wir müssen auch jetzt mal langsam die 70 fahren dürfen. Ich glaube, das reicht für einen ersten Eindruck von Simrail. Ich würde sagen, wir sehen uns in Folge 2 oder beziehungsweise der Fortsetzung dieser Folge wieder, weil das ja, glaube ich, noch ein bisschen dauern wird. Von daher macht es gut, tschüss und ich hoffe, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.